Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen von mir zum Mini-Webinar, die Inlux-Optionen. Mein Name ist Tim Ruhlieder, bin jetzt seit über 2 Jahren bei Inlux und genau, die einen oder anderen werden mich sicherlich schon kennen von den Webinaren. Und genau, heute soll es darum gehen, welche Inlux-Optionen sind denn eigentlich sehr, sehr wichtig, die man im Vorhinein vielleicht schon anstellen muss. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die Optionen von Inlux, ich denke, das hat jeder schon mal gesehen, findet man hier unter im Outlook unter Datei und dann den Optionen. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Genau, natürlich die Optionen auch im Webbrowser verfügbar und also der Zugriff da, ja, eigentlich egal, wo Sie den treffen. Gut, wir starten hier oben mit dem Allgemeinen und der erste Punkt hier schon ein sehr relevanter, die einzelnen Abteilungen. Das ist sicherlich ein Punkt, den kann man schon, bevor man mit der eigentlichen Projektarbeit mit Inlux beginnt, schon mal definieren und festlegen. Also, man sieht hier oben schon, erster Punkt ist Ihr Unternehmen, kann man natürlich auch umbenennen, und dann kommt darunter eigentlich diese einzelnen Abteilungen. Also sieht wie folgt aus. Eigentlich ist es ein Organigramm Ihres Unternehmens. Also Sie haben die einzelnen Überabteilungen. Dann sieht man hier sind zum Beispiel auch Unterabteilungen drin. Und wie man das Ganze anlegt, das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich kann jetzt hier eine neue Abteilung anlegen. Ich nenne es jetzt einfach mal neue Abteilung. Kann hier eine Beschreibung hinzufügen und hier auch schon eine Ressource definieren, die zu dieser Abteilung dazugehört. Also wenn ich das jetzt schon weiß, wen ich da eintragen möchte, das möglich, aber auch das noch im Nachgang einstellbar. Genau, und jetzt sieht man hier schon, ist die neue Abteilung drin. Und zu Abteilungen kann ich natürlich auch jederzeit weitere Unterabteilungen definieren. Also vielleicht gehen wir jetzt hier mal in die Marketingabteilung und da sage ich dann eine neue Abteilung, Marketing 2 hinzufügen. Dann schauen wir doch mal, ob wir da vielleicht jemanden finden. Outlook-Adressbuch öffnet sich und dann sage ich, der Anton Werther gehört zu dieser Abteilung. Und jetzt sieht man auch schon, zum Marketing gibt es jetzt eine Unterabteilung und zwar das Marketing 2 mit eben dieser Ressource da drin. Warum die Ressourcen? Das wird man wiederfinden in den Aufgaben, wenn man Ressourcen zuordnet. Die Abteilung findet man natürlich schon direkt auf der Betreuungsseite und kann da dann ja, Projekte einzelnen Abteilungen zuordnen. Wiederfindbar auch in der Projektliste. Gut, also das ist sicherlich ein Bereich, den man recht früh mit der Arbeit oder vor der Arbeit mit Inlux beginnen kann und auch definieren kann. Ja, unser nächster Punkt, die Fertigkeiten. Fertigkeiten, ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht schon mal gesehen haben, ist ein Feature von Inlux, was Outlook auch wieder ein bisschen erweitert. Und zwar, ich kann hier Fertigkeiten definieren. Warum definiere ich Fertigkeiten? Stellen wir uns vor, ein großes Unternehmen, 10.000 Mitarbeiter, man kennt nicht jeden Mitarbeiter. Bedeutet, ich würde jetzt hier eine Fertigkeit definieren. Und zwar kann Musik. Gut. Und jetzt brauche ich für mein Sommerfest eine Person, die Musik spielen kann. Das heißt, ich kann in meinem Outlook-Adressbuch suchen nach Personen, die eben diese Fertigkeit haben. Und zwar jetzt müsste ich als allererstes sagen, okay, ich möchte jetzt eine Ressource auswählen. Und hier sieht man schon, ist es erweitert, dieses Outlook-Adressbuch und Sie können hier die einzelnen Fertigkeiten dann eben auch wählen. Jetzt sage ich hier, okay, nehmen wir direkt wieder den Anton Werther. Der soll eben Musik können. Und jetzt habe ich eben auch diese Person hier mit dieser Fertigkeit versehen und werde den jetzt dann auch in meinem Adressbuch wiederfinden. Ja, nächster Punkt, die Software-Updates. Das ist sicherlich eher ein Punkt für Ihre IT-Abteilung. Sie können hier definieren, ob
automatisch nach ja, den neuesten Updates gesucht werden soll. Sie können es hier definieren für alle Anwender. Also diese Ansicht hat eben jeder. Wenn Sie das rausnehmen, dann gibt es diese Option bei den Einzelanwendern nicht mehr. Also es kann hier drüber gesperrt werden oder freigegeben werden, je nachdem, ob Sie Software-Updates zulassen möchten oder nicht. Auch sicherlich eine, ja, Funktion, die recht am Anfang passiert. Dann gibt es hier die unter Verschiedenes, ob eben neue Kategorien im Outlook angelegt werden sollen oder auch nicht. Dann, da bin ich versprungen. Genau, der Betreff von Kalendertermin nach Zeiterfassung. Sie kennen sicherlich aus anderen Webinaren, wie man aus einem Outlook-Termin-Eintrag eine Zeit erfasst. Dort wird der Titel übernommen und eben auch schon die gebuchten Zeiten. Also wenn Sie einen Kalender von 10 bis 11 übernommen haben, ist es eben ein Zeiteintrag von einer Stunde. Und hier kann eben eingegeben werden, was dann ja in diesem oder zu diesem Kalendereintrag hinzugefügt werden soll. Entweder gebucht, Doppelpunkt oder sowas, dann wird das einfach vorweggestellt. Das heißt, man erkennt, dieser ist schon in Inlux gebucht. Dann sicherlich auch sehr wichtig, diese Felder zu setzen. Also mir fällt jetzt so spontan kein Beispiel an, warum man es nicht setzen sollte. Und zwar, ob Projekte als zeitkritisch angezeigt werden sollen oder eben nicht. Und das natürlich, wenn die Projekte nicht erledigt sind und dann das Projektende überfällig ist. Also wir haben das Projektende noch nicht erreicht. Und ja, die Zeit wäre aber eigentlich schon soweit. Und eben hier auch das Gleiche dann eben auf den einzelnen Vorgängen. Also einmal auf Projektebene und dann auf Vorgangsebene. Ja, die automatische Fortschrittsberechnung kann ich hier auch aktivieren und mit reinnehmen und da dann die Projektfortschritt und auch Vorgangsfortschritt kann ich hier definieren. Der Aktualisierungsintervall, das betrifft eben ja, hier steht es als Beispiel zu den Aufgaben. Wenn Sie die Aufgabenliste geöffnet haben, wie oft Aktualisierungen vorgenommen werden, das bei einer Minute ist, denke ich, völlig in Ordnung. Also das wird wohl jede Internetleitung mitmachen. Ja, dann gibt es weitere Felder, zum Beispiel. Beispiel die eigenen Felder. Eigene Felder haben wir schon in einem einzelnen Mini-Webinar besprochen. Sie können auf unterschiedlichsten Ebenen eigene Felder ja anlegen. Das ist sicherlich auch so eine Option, die man vorweg machen kann, dass sich da das Projektteam zusammensetzt, überlegt, wo brauchen wir welche eigenen Felder und dann diese eben dann auch schon vorher anlegt. Aber das ist sicherlich auch ein Bereich, der mit der Zeit wachsen wird. Ja, dann haben wir noch die Berechtigungen. Auch das ein Punkt, der sicherlich im Vorhinein definiert werden soll. Also wir haben hier die rollenbasierten Berechtigungen. Da wird man sich auch zusammensetzen und überlegen, was soll welche Rolle in einem Projekt eigentlich dürfen. Und das, ja, aus Erfahrungen gesprochen, von Schulungen, Workshops und so etwas, ist es sicherlich sinnvoll, dass da das gesamte Projektteam zusammensitzt und definiert, wer was darf und natürlich auch darüber eine Dokumentation vorhanden ist. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter anfangen, dass man denen sagen kann, okay, wenn du in einer gewissen Rolle bist, darfst du Folgendes. Also auch etwas, was man vorweg definieren sollte und dann eben auch an die anderen weitergeben sollte. Kann auch geändert werden während der Laufzeit mit Inlux. Auch da haben wir ein eigenes Webinar zu diesen Berechtigungen. Dann gibt es hier einen sehr spannenden Bereich, und zwar die Dokumente. Da ein Unterschied, ob Sie mit dem Inlux Now oder dem PM arbeiten. Bei Inlux Now werden die Daten eben in der Cloud gespeichert oder alternativ über einen SharePoint. Und genau, dass da die Unterschiede beim On-Premise-Modell wird hier ein Netzwerkpfad definiert. Sicherlich auch etwas, was im Vorhinein passieren sollte, dass eben die Dokumente auch für alle zugänglich sind. Und hier kann man sich dann auch noch überlegen, wie soll denn eine Ordnerstruktur
aussehen, die dort angelegt wird. Also was für Ordner brauchen Sie während des Projektes? Da gibt es je nach Unternehmen völlig unterschiedliche Ordner. Also beispielsweise CAD-Zeichnung. Sowas braucht nicht jedes Unternehmen, aber es gibt sicherlich welche, die da gerne einen Ordner für hätten. Also auch das etwas, was man im Vorhinein klären könnte. Ja, dann beim Projekt Betreuungsseite, sowas haben wir auch schon mal ausführlich besprochen. Hier die Projektnummer, die definiert werden soll. Auch das wieder völlig unterschiedlich in den einzelnen Unternehmen, ob es hier wie bei uns jetzt, bei uns läuft die 2021 vorweg, da hier eine Regel wie diese 2021 zusammengesetzt. Da haben wir auch meine Informationen auf der Homepage zu den regulären Ausdrücken. Vielleicht da, dass die Frau Tran Ihnen da nochmal ein paar Informationen im Nachgang zusendet. Wenn Sie das nicht auswendig wissen, ich weiß es auch nicht, deshalb ich muss da auch nachschauen. Aber genau, also bei uns ist es so, die 2021 läuft vorweg, dann wird eine vierstellige Nummer generiert und die läuft eben hoch. Also man sieht es hier, eine Laufnummer. Den Suffix kann man genauso definieren, aber auch andersrum, wenn Sie schon Projektnummern aus einem ERP-System haben, dann können Sie auch einen beliebigen Text wählen, den Sie dort eintragen können als eben Projektnummer. Ja, weiteres zur Planung vielleicht noch, die Arbeitszeiten. Arbeitszeiten können von Ihnen definiert werden, also Sie können Kalender erstellen, da auch beliebig viele, die Sie benötigen. Also Beispiel bei uns, der Standardkalender von 8, also Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr wird gearbeitet. Genau, hier sieht man es, Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr. Und hier sieht man schon einige Feiertage, die wir dann dort auch hinzugefügt haben, an denen eben nicht gearbeitet wird. Ich denke, auch das wirklich wieder eine Option, die im Vorhinein erstellt werden soll. Weil wenn Sie einmal Planungen erstellt haben, wo Weihnachten durchgearbeitet wird, das könnte verheerende Folgen haben auf Ihren Projektausgang. Deshalb auch diese Kalender ruhig im Vorhinein definieren. Ja, das wäre es eigentlich auch schon von meiner Seite. Wenn da jetzt Fragen sind zu den Optionen, sehr gerne. Und da bin ich ganz gespannt und da schon mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.